Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im vierten Video schauen wir uns eine Aufgabe zu den senkrechten Geraden an. Im letzten Video haben wir euch alles erklärt, was ihr hierfür wissen müsst. Jetzt gibt es noch eine kleine Wiederholung und dann kommt eine Aufgabe. Kurze Wiederholung, im letzten Video hatten wir das schon gezeigt, aber eine doppelt hält besser. Wir zeigen euch einmal, wie kann man selber senkrechte Geraden zeichnen. Dafür ist diese Linie hier recht wichtig im Geodreieck, diese Mittellinie, weil die senkrecht zu dieser Grundlinie steht. Also, wir nehmen diese rote Linie und legen sie einfach auf irgendeine Gerade rauf, in dem Fall jetzt unsere schwarze Gerade. Dann nehmen wir einen Stift, ziehen an der langen Kante einfach vom Geodreieck hier also einmal eine Linie runter und dann haben wir eine senkrechte Gerade. Man kann das Geodreieck auch nochmal drehen, um zu überprüfen. Muss man nicht, einfach nur, ne? Es gibt auch noch diese Möglichkeit. Wenn diese senkrechten Geraden sozusagen genau hier in dieser Ecke drin liegen, ohne dass da irgendwie noch Platz ist, dann sind die Geraden senkrecht. Kommen wir zur Aufgabe. Erster Punkt, zeichne dir drei Punkte auf einen Zettel. Wir haben es hier schon gemacht, wir haben die Punkte auch benannt, A, B und C, ne, jeweils mit einem X markiert. Zweiter Punkt, zeichne eine Gerade, die nennen wir jetzt G, durch zwei dieser Punkte. Ne, haben wir jetzt hier auch gemacht, die Gerade haben wir jetzt einfach mal durch B und C gezogen. Und wir haben sie G genannt. Ist ja egal, ihr könntet sie auch durch andere Punkte ziehen, aber ist halt nur unser Beispiel jetzt, ne? Und den dritten Punkt, da pausiert ihr jetzt gleich. Nun zeichnest du eine Gerade, die senkrecht durch G und durch den anderen Punkt verläuft. Das heißt, sie verläuft hier durch und soll senkrecht hier drauf laufen. Ne? Das ist die Aufgabe, probier das mal und pausiert. Wir nehmen uns das Geodreieck und dann wissen wir, dass diese Ecke hier oben genau 90 Grad sind, also dass die genau senkrecht aufeinander stehen. Ja, und das heißt, diese Ecke nehmen wir uns und legen wir mal genau an diese grüne Gerade an, diese eine Seite. Und jetzt schieben wir das so hoch, bis das genau durch diesen Punkt A verläuft. Und wenn wir das haben, dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Dann nehmen wir uns den Stift und können einfach hier eine Gerade durchziehen bis zur grünen Gerade. Und dann seht ihr, können wir auch gerne wegnehmen, das Geodreieck, die liegen perfekt senkrecht aufeinander. Man kann den Winkel hier auch noch markieren, wie ihr seht, das ist so ein Viertelkreis, kann man hier rummachen und dann so einen Punkt reinzeichnen, das sagt mir, das ist ein rechter Winkel, 90 Grad. Wir können den ganzen Spaß auch nochmal drehen, wenn ihr seht, zack, guck mal, das ist gedreht, das so war es eben, jetzt ist es gedreht. Hier erkennt man sogar sehr gut, dass es senkrecht ist, weil hier die Linie einmal komplett nach oben, von oben nach unten geht und einmal von links nach rechts. Der häufigste Fehler ist das gleiche Beispiel wie aus dem letzten Video, aber er ist so wichtig, dass wir das noch einmal machen. Wenn wir hier eine gerade G haben und hier einen Punkt und wir wollen dazu die senkrechte Linie machen, reicht es nicht, wenn wir einfach nur eine Linie von links nach rechts durchziehen. Das ist leider falsch, das ist nicht senkrecht. Wir müssen das mit dem Geodreieck machen. Das heißt, wir haben hier diesen Punkt und wenn wir dann das Geodreieck da ranhalten, selbst wenn wir diese Linie jetzt nicht hätten, würden wir das Geodreieck hier ranhalten, dass es genau hier ran ist und verbinden dann von hier diese Gerade mit unserem Punkt und dann wäre das senkrecht. Im nächsten Video schauen wir uns dann Abstände an von einem Punkt zu einer Gerade. Wichtig, also bis gleich. Ciao. Ciao.